Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich habe wieder was bekommen. Schon wieder. Ja. Das nimmt hier Ausmaße an. Heieieiei. Ist schon ein Weilchen her. Ich bin leider noch nicht bisher dazu gekommen, entsprechendes Video dazu zu machen. Also von letzter Woche war wieder eine sehr arbeitsreiche Woche und es war quasi wieder das gleiche Phänomen. Wie bei der letzten Reihe von Paketchen, dass ich jeweils genervt und fertig von fiesem Arbeitstag heimgekommen bin und dann halt wieder jeweils da an zwei Tagen ein wenig Post da gewesen ist, beziehungsweise halt ein Paketchen. Und das ist nach wie vor gar großartig und da könnte ich mich, nein, da werde ich mich nicht dran gewöhnen, das ist krass. Vor allen Dingen, gerade wenn es eben was ist, wo man überhaupt nichts bestellt hat und wo man überhaupt nicht mit rechnet und das ist immer ein bisschen, das dauert dann immer einen Moment, bis ich das begreife eigentlich. Ne? So, diesmal ein zweites Paket von der lieben Zuschauerin, die mir schon die tollen Wollsocken geschickt hat. Und da war diesmal unter anderem drin dieses hochulkige Schildchen hier. Das ist quasi ein Halter für Visitenkärtchen. Sie hat mir da auch gleich welche dazu gebastelt. Da kann ich mich dann immer wunderbar ausweisen, wenn ich im Wald herumspringe. Damit alle Welt dann auch gleich weiß, wer ich bin. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, aber es ist ja allgemein bekannt, wer ich bin. Die haben hier so ein schönes professionelles Seidchen. Und einmal hier die Variante mit dem bisschen Grünzeug. Auch hübsch. Gefällt mir gut. Jawohl. Kann ich jetzt überall jedem in die Hand drücken, der sich im Wald fragt, was ich denn da mache und warum ich hier durch den Wald stapfe und scheinbar Selbstgespräche führe. Ist mir ja gerade, wann hatte ich das hochgeladen? War das gestern? Wenn ich das noch heute hochgeladen kriege. Das mit den Tagen ist immer schwierig, weil man dreht und lädt ja nicht unbedingt am selben Tag hoch und deswegen komme ich dann da immer ein wenig durcheinander. Aber jedenfalls bei meinem kleinen Waldspaziergang von neulich, sage ich jetzt einfach mal, da bin ich ja auch zwischendrin mal wieder Publikumsverkehr begegnet und bin ein bisschen ausgewichen. Und da wäre so ein Schild vielleicht gar nicht mal, also ich glaube, gerade wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich mit höheren Frequenzen vom Publikumsverkehr rechne, da hänge ich mir wirklich, glaube ich, echt mal so ein Schild an. Ich habe das mal gehabt im Schwarzwald am Wilden See, das ist so der zentrale Punkt vom jetzigen neuen Nationalpark, also so neu ist der inzwischen ja gar nicht mehr. Aber jedenfalls, da ist schon immer ein gewisser Publikumsverkehr und ich habe da trotzdem an der Location unbedingt was erzählen wollen und habe mich dann halt damit abgefunden, dass da dann halt irgendeine kleine Wandergruppe irgendwann anspaziert gekommen ist und habe halt trotzdem weitergequatscht und die haben halt hinterher auch wissen wollen, was denn ich für einer bin und so im Nachhinein, ich glaube, sowas könnte durchaus hilfreich sein. So. Dann war wieder Trockenfleisch dabei, das gleiche Trockenfleisch, das wir aus, also geschmacklich war es ein bisschen anders, auch hervorragend, ganz lecker, was wir aus dem letzten Danke-Video eventuell noch kennen. Nur habe ich diesmal nicht geschafft, was übrig zu lassen fürs Video und habe es direkt, nicht direkt, aber relativ bald alles aufgefressen und es war eine große Portion und hervorragend und lecker und ganz, 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 ganz toll. Ganz vielen herzlichen Dank und oh, Trockenfleisch. Ja, da könnte ich mich reinsetzen. Würde dem auch eigentlich nichts ausmachen, das hält ja einiges ab. So, Knüller, der Knüller schlechthin. Letztes Mal gab es ja Socken, ne? Jetzt gibt es die passenden Filzpantoffeln dazu. Ist das, ich will jetzt nicht sagen bescheuert, aber ja.
Ich bin begeistert. Nicht so ernst nehmen, was ich so von mir gebe. Diese Danke-Videos sind ja generell auch eigentlich für die schenkenden Personen, es sind diesmal zwei, muss ich ja nochmal betonen, gedacht. Und der Rest, mir doch egal. Und ja, also das ist ganz toll gemacht und die sind wohl diesmal, also ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Mir fällt da jetzt gar nichts großartig zu ein, was ich jetzt dazu noch sagen soll, außer, dass die wirklich ideal geeignet sind hier unten für den Keller, weil mein Kellerboden, blopp, der ist jetzt nicht unbedingt besonders warm. Das ist irgend so ein Kunststoffzeug, das auf Beton. Also sprich, kalte Füße kriegt man hier doch relativ schnell, gerade wenn ich hier eine ganze Weile hocke und irgendwelche längeren Videogeschichten drehe oder es klappt mal nicht und ich brauche 17 Versuche, um dann am Ende was hinzukriegen. Auch das kommt vor. Und da sind die perfekt, weil dann gibt es keine kalten Füße. Zeige ich euch gleich noch im angezogenen Zustand. Größe. Ja, ist ein bisschen geräumig. Zu klein sind sie auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich soll Watte reinstopfen, wenn sie zu geräumig sind. Das Problem ist nur, all meine Watte habe ich irgendwie in letzter Zeit verbraucht, um mir daraus irgendwelche Zundermaterialien zu basteln. Deshalb muss ich erst noch Watte kaufen gehen. Ja, keine Watte im Haus. Das ist aber kein größeres Problem. Ah! Jetzt sieht ihr, dass mein Boden nicht aufgeräumt ist. Mist. Ja, also die Dinger, die sind wirklich großartig. Bin begeistert. Vor allen Dingen auch der lustige Farbunterschied, da weiß man immer, welcher ist. Doch, toll. Sowas habe ich echt noch gar nicht besessen bisher. Hab wirklich überhaupt nichts dergleichen. Und das ist jetzt doch, da kann ich was mit anfangen. Ich glaube, wenn ich da dann noch die anderen Wollsocken zu anziehe, dann kann ich da, glaube ich, bei beliebig kalten Temperaturen wunderbar im Wald rumhocken. Muss ich auch nochmal noch ausprobieren. Werde ich auf jeden Fall noch ausprobieren. Wenn ich das nächste Mal bei kalten Temperaturen im Wald rumhocke, dann nehme ich diese Dinger mal mit und teste mal, inwiefern die denn eigentlich auch waldtauglich sind. Hier dann natürlich nicht zum Rumlaufen, nur zum Rumhocken, aber ja, das muss ich auf jeden Fall unbedingt noch ausprobieren. Also vielen, vielen, vielen herzlichen Dank und ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch was. Also es ist gut. Oh Jesus, nein. Eieieiei. Also ja, großartig die Teile. Ganz großartig. So, kommen wir zum zweiten Geschenk vom zweiten edlen Spender. Und zwar ist es dieses Täschchen hier. Tolles Täschchen, gefällt mir ganz hervorragend. Hat eine super breite Gürtelschlaufe, also da passt auch problemlos mein üblicher Bundeswehrgürtel rein. Blub. Also, ne, dieser hier, der hat glaube ich 5 cm. Der passt da also auch problemlos durch, überhaupt kein Ding. Schmaler sowieso natürlich. Und schöne, tolle Tasche, scheint mir aus Baumwolle zu sein, Farbe ist schön, ist auch nicht so dick. Heißt, die kann man auch relativ gut am Gürtel tragen. Was mich bei manchen dieser Gürteltaschen so stört, ist, dass die dann halt gleich so fett sind. Und das mag ich nicht. Das stört mich dann doch bei den Bewegungsabläufen. Und die ist wirklich schön schmal. Also selbst im bepackten Zustand. Man kann ja theoretisch noch ein bisschen weniger reintun. Und ja, also die finde ich super. Ich habe sie auch schon bei meinem kleinen Waldspaziergang, der da neulich hochgeladen worden ist, hatte ich die auch schon dabei, hatte ich die schon an der Hose hängen. Ich glaube, das sieht man nirgends, aber habe sie dann also entsprechend schon ausprobiert. Und ich glaube, ich werde die wahrscheinlich größtenteils fürs Kamerazubehör nehmen, dass ich also die Kamera selber, die ist ja nicht groß, das ist ja
Moment, die ist ja bloß so hoch und so breit. Also ganz kleines Ding eigentlich. Aber die kann ich super ins Hauptfach reintun. Und vor allen Dingen, das ist immer das Problem, wenn ich mit dem Rucksack unterwegs bin, weil mein Standardrucksack, aber du edler Spender weißt ja, welcher mein Standardrucksack ist. Das kommen wir ja gleich noch dazu, warum du das offensichtlich weißt. beim Standardrucksack ist das Problem, dass der halt keinerlei Sondertaschen, einzelne kleine Taschen hat oder was. Und wenn ich meine Akkus dann mitnehmen möchte, ein paar, dann stecke ich sie mir entweder in die Hosentasche oder ich schmeiße halt tatsächlich lose in den Rucksack. Das ist für so ein, na sagen wir mal, die Kontaktstellen hier sind jetzt nicht unbedingt super empfindlich, aber einfach so lose in meinen Rucksack, wo unten immer noch irgendwas drin liegt, von dem ich nicht so genau weiß, was das eigentlich ist. ist vielleicht keine so gute Idee. Und die kann ich ganz hervorragend künftig dann entsprechend hier vorne in dem kleinen Fronttäschlein unterbringen. Also gerade für solche Sachen ist das ja nahezu perfekt geeignet. Und wahrscheinlich suche ich sie dann demnächst. Ich finde auch dieses Verschlusssystem sehr angenehm. Das kann man auch prima bedienen, wenn man nicht hinguckt. Das muss man einfach nur drehen, dann geht es auf, dann kann man es hier wieder zu und dann kann man es wieder zudrehen. Und das Schöne ist, das hat hier so Nopsel. Da kann man sie sehen. Offenen Zustand geht es besser. Und diese Nopfel kann man auch super erfühlen. Also heißt, ohne hinzugucken, weiß man immer gerade, es ist jetzt offen, es ist jetzt zu, weil man halt eben diese Nopsel da spüren kann. Also finde ich toll, sehr schöne Tasche. Quält mir sehr gut, werde ich sicherlich häufiger entsprechend gebrauchen können. So, was ist jetzt da drin? Einmal eben eine Regenhülle für meinen Standard-Waldrucksack, also den Bundeswehr-Jäger-Rucksack oder den kleinen Kampfrucksack. Oder ich habe bisher noch immer nicht herausgefunden, was nun die ganz offizielle Bezeichnung dieses Rucksacks ist. Aber habe ich auch gar nicht ausgepackt. Das machen wir jetzt. Und der edle Spender schreibt mir, der müsste, die Regenhülle müsste da drum passen. Und oh, das ist ja auch cool. Also erstens mal ist das meine erste Regenhülle in einer dezenten Farbe. All meine anderen Regenhüllen sind gelb, knallblau. Ich habe auch noch eine rote irgendwo. Also ja, und das ist so eine richtig, so eine habe ich auch noch gar nicht, wollte ich aber immer mal haben. Das ist so dieses Standard, ganz eigentlich ganz simple Modell, aber total effizient. Einfach nur so ein Gummiring und dann kann man die da einfach drüber ziehen. Und verpackt ist. Und was ich auch toll finde und was ich jetzt gerade zum ersten Mal sehe, ist diese silberne Seite im Inneren, weil man kann das ja genauso gut auch andersrum drauf machen. Da hat man halt eben keine dezente Farbe, sondern diesen doch recht auffälligen Silber-Look. Also gerade im Wald sollte das gut funktionieren, sollte ich doch mal auf mich aufmerksam machen wollen. Ja, also vielen, vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, warum ich nie auf die Idee gekommen bin, mir meine Regenhülle für meinen Standard-Waldrucksack zuzulegen. Und natürlich kann man sowas auch immer wunderbar als Huttarnung verwenden. Ach Gott, aber es geht. So, und dann ist da noch drin, meine Lieben, ich mag sie. Tracking-Kekse, also die Track-and-Eat-Tracking-Kekse und ja, zu Demonstrationszwecken. Ich habe ohnehin gerade Hunger. Ich kriege die immer sehr schnell aufgefuttert. Ich esse die ja sehr gerne, auch gerade so zum Knabbern abends mit so ein bisschen geriebenen Käse oben drauf und dann gerade so, also wie ein Cracker im Prinzip. Oder auch mit Streichkäse oder es gibt da auch so kleine Antipasti-Käse, die schmecken da auch sehr lecker zu. Klar, man kann auch frisches Baguette nehmen, aber frisches Baguette habe ich dann immer nicht im Haus, wenn ich der Meinung bin, dass ich jetzt noch irgendeinen kleinen Imbiss brauche, insbesondere abends, so tendenziell ab 23 Uhr. Und die sind einfach gut, ich mag die sehr. Und vor allen Dingen mag ich die noch viel, viel mehr, seit die eben nicht mehr mit Palmöl hergestellt werden, sondern jetzt mit Sonnenblumenfett. Und seitdem mag ich die noch viel, 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 viel mehr, diese Kekse. Also geschmacklich merke ich ehrlich gesagt keinen Unterschied, aber
Man hat kein schlechtes Gewissen mehr, wenn man die futtert. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Schmecken ganz leicht süß, nur ganz leicht. Man kann sie also auch zu herzhaften Speisen essen, die dann halt dann zusätzliche ganz leicht süße Komponente bekommen. Schmecken auch wunderbar mit ein bisschen Butter und Honig, mit Nuss-Nougat-Creme, am besten nicht Nutella, da ist wieder Palmöl drin. Aber ja, also ich mag die sehr gerne und ich habe da auch mal ein eigenes Video zu gemacht. Das weißt du aber wahrscheinlich bestimmt, oder? Auch sehr hervorragend brauchbar, wird gerade die nächste Zeit, da habe ich einen erhöhten Energie- und Koffeinbedarf, ist hier Schoca-Cola. Die kennt man, glaube ich, auch. Wer die noch nicht kennt, das ist im Prinzip eine Schokolade mit einem ziemlich ordentlichen Koffeinzusatz. Leider bin ich zu sehr Koffein-Junkie. Also dass mir jetzt ein paar Stück von dem Zeug jetzt schon gleich hier völlige Höhenflüge bescheren würden. Aber wenn ich es mal wieder schaffe, mal wieder runterzukommen, also derzeit bin ich gerade ohnehin viel zu sehr auf Koffein, dann ist diese Schokolade gerade super, weil da ist halt dann doch für meine Verhältnisse nur ein bisschen was drin und dann übertreibt man es nicht gleich so mengenmäßig. Und die ist lecker! Und vor allen Dingen praktisch in diesen großartigen Dosen, wenn ich endlich mal rausfinde, wo die aufgeht. Ah ja, hier. Die hat hier nämlich diesen ultimativ tollen patentierten Druckverschluss, wo man drauf drückt und die Dose geht auf. Und dann ist hier noch die Papierchen. Und dann sind das hier so Ecken. Und da kann man sich dann entsprechend eine Ecke von genehmigen. Und das sind zwei Stockwerke. Also hier drunter sind nochmal genauso viele Ecken. Also ich lutsch erstmal. Ich bin Lutscher, nicht Beißer. Ich habe jetzt gerade gelesen. Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Habe ich mir noch nie durchgelesen, stelle ich gerade fest. Das Koffein, was hier drin ist, das ist natürliches Koffein aus Kaffee und Cola-Nuss. Also hier ist tatsächlich 2,6% Kaffee drin. Cool. Schmeckt man auch so ein bisschen raus. Hat so einen leichten Kaffeegeschmack. Sehr lecker. Gefällt mir sehr. Hat so ein bisschen was von Tiramisu, finde ich. Also so in Schokoladenform. Und der legendäre Dosen-Cheeseburger. Optimal, ich habe ja auch gerade keinen da. Und es kam unter dem Bertrand-Video kamen jede Menge Fragen. Hä? Dosen-Cheeseburger? Ist natürlich ein Insider-Gag. Ja, also lieber etwas neueren Zuschauer und sporadischen Zuschauer. Ich mache gerne mal den einen oder anderen Insider-Gag. Und die ein oder andere Anspielung auf irgendwelche älteren Videos, die dann halt eben nicht jeder kennt. Und diejenigen, die es kennen, die haben dann halt quasi die Belohnung, in Anführungszeichen, dass sie Insider-Gags verstehen. Und das bezieht sich jetzt auf sowas hier. Den Dosen-Cheeseburger. Genial. Ich liebe die Dinger. Nicht, weil die so unglaublich gut schmecken. Kann man echt nicht behaupten, aber mir schmecken sie tatsächlich, ich mag die gerne. Und vor allen Dingen der Unterhaltungswert. Der Unterhaltungswert ist halt wirklich großartig und insbesondere, wenn man irgendwie mit einer Gruppe unterwegs ist oder sonst was und alle machen sich halt ihre tollen was auch immer überm Feuer und tolle Spiegeleier mit Speck und so weiter und so fort. Und was mache ich? Ich mir eine Dose warm. Was ist drin? Ein Cheeseburger. Gut, sagen wir ein Hamburger oder wie auch immer, weil den Cheese, den bemerkt man nicht wirklich. Der ist wohl in irgendeiner Form vorhanden. Aber ja, man sieht ihn halt normalerweise eher nicht. Aber die Dinger sind großartig. Also das ist toll und ich habe auch wirklich keinen mehr seit längerer Zeit. Ich habe sie alle aufgefressen. Ich muss mir mal auch wieder selber noch ein paar besorgen. Aber jetzt habe ich ja einen. Den werde ich auch bei dem nächsten bisschen längeren Waldaufenthalt, werde ich den auch mit Sicherheit verzehren. Den hebe ich jetzt nicht lange auf, der wird gegessen. Also das Gleiche gilt hierfür und dafür. Also die mampfe ich wahrscheinlich heute Abend noch geschwind weg. Ich mache mir nachher noch eine Pizza und dann habe ich wahrscheinlich wieder Hunger bis nachts. Zurzeit habe ich wirklich einen erhöhten Kalorienbedarf vom vielen Rumlatschen. Ja, das
Was? Vielen herzlichen Dank. Also das ist wirklich großartig, gerade vor allen Dingen einfach die Aufmerksamkeit, dass man da sowas geschenkt bekommt. Das ist großartig. Also wer in seinem Leben noch keine Fanpost in Anführungszeichen bekommen hat, dem kann ich nur wärmstens ans Herz legen, versuchen irgendwie berühmt. Oh Gott, nein! Einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erreichen, der ausreicht, um hier und wieder mal tatsächlich Fanpost zu bekommen. Mit ganz vielen Anführungszeichen, ja. Das ist großartig. Das ist einfach nur großartig. Da freue ich mir ein Loch in die Mütze. In den Hut, natürlich. Nicht in die Mütze. Ja. Loch. Ja, schon wieder viel zu viel gelabert und vielen Dank nochmal, also auch für, selbstverständlich auch nochmal für diese Dinger. Ist großartig. Und guten Abend oder gute Nacht. Na, noch Abend, geht noch. Macht's gut.